Verbau doch schnell ein paar Baumstämme und dann und leg die Baumstämme hinten. Nee, das war irgendwie falsch. So, ich leg mal 300 aber Kohle erstmal weg. Den kann ich ja schnell wieder. Wir werden noch ein zweites brauchen, ne? Zweites was denn? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und keine Sorge, das Lager hier hat auch schon wieder 9500 von 10.000. Holy shit, Alter, was ist das denn? Brennholz, Gewicht von 1200 alleine schon. Ja, das Brennholz ist wild. Das müssten wir irgendwie verkaufen. So, Tobi. Ja, wir brauchen es halt auch nicht mehr alles, ne? Alle, schmeiß mir mal kurz. Ist irgendwas wegge... Tollkirsche? Du hast Tollkirsche weggeschmissen? Nee. Hast du irgendwas weggeschmissen? Nee. Eigentlich nicht. Oh, Stein. Oh, gut, Steine. Ich bin unterwegs. Erich, ich mach das Ding fertig. Ich bin schmutzelig. Wo mache ich denn das zweite Nahrungsmittellager hin? Daneben vielleicht einfach? Oder sieht das kacke aus? Oder, das ist ein guter Einwand, vielleicht beim Dorf, um Fladenbrote zu verkaufen. Das ist kein schlechter Einwand, ja. Einfach neben unser Lagerhaus, was wir da eh schon haben. Ja, ich meine, klar. Fühle ich schon irgendwie? Das ist ein guter Plan, ich mach das mal. Ja, doch. Fladenbröde. Wobei die Fladenbrote... Willst du warten, bis du dich leer machen kannst hier, damit du jetzt nicht so komplett voll darüber läufst? Ne, ich habe schon abgelegt gerade. Ich habe schon abgelegt ein bisschen. Ah, okay. Ja. Wir können auch kurz schlafen gehen, wenn dir das lieber ist. Jetzt bin ich gerade schon auf dem Weg. Wir könnten aber... Warte, ich gehe kurz... Ich gehe jetzt kurz zu den frischen Viechen. Frische Viecher, die müssen... Sag bescheid, wenn du liegst. Ja, warte. Bin gleich da. Laufe durch den Hopfen. Durch den wilden Hopfen. So, und hier geht's rein. Wem schlafe ich hier? Oh, keine Ahnung. So, bin im Bett. Die wilde Gerda. Ich bin im Bett. So, es war wunderschön. Radochna. Hey, hatten wir Sex? Könnte sein. Ich habe mich aus Versehen bewegt im Schlaf. Da war sie wieder schwanger. Es geht ja so schnell bei Medieval Dynasty. So. Hä, du musst dich aufwärmen? Was? Mir ist kalt? Ah, ja, ist ja Herbst jetzt. Oh Gott, geh mir nicht auf den Sack. I'm hot, I'm cold. Junge. So, hier ist eigentlich schön, aber ich glaube, hier kann ich nicht. Ne, vielleicht auf die andere Seite. Ich guck mal kurz. Wir schauen mal eben. Num, Lager. Ich mache auch wieder einen Dreier. Ja, Gebiet ist gesperrt. Dann machen wir einfach auf die andere Seite. Gebiet ist gesperrt. Gebiet, hier geht's. Ja, das passt schon. 8 Holzstämme. Das Gute ist, ich muss jetzt hier nur rüberlaufen kurz. Ach, du bist ja direkt im Lager, ja, perfekt. Ja, genau. Perfekt. Ich mach hier Holzstämme. 56 Eisenbarren, 1211 Eisenerz. Sehr geil. Wir müssen das bald mal ein bisschen austarieren, glaube ich. So, Steine haben wir auch wieder 200. Geil. Ja, läuft doch. Läuft doch alles. So. Blump. Ja, das passt schon. Dann noch mehr Holzstämme. Ich hab mich zu früh gefreut und die Steine schon mitgenommen. Moment. So. Gut. So. Sie schiebe den Kohl. So. Hervorragend. So. Nice. Fällig der Lachs.
So, ich baue hier schon mal das zweite Ding. Ja, dann haben wir erstmal 4000 Kilo, das ist easy. Geil. Würde ja erstmal reichen. Alter, wie viel Fressen ist hier bitte in dieser Kiste, das ist echt nicht mehr normal. Also ich glaube, denen geht's gut, ne? Bei uns. 2000 Kohle, Alter, what the fuck. Und ist noch nicht mal geerntet komplett. Hä, du, was ist denn mit dir? Alter, was, wer soll das alles essen? Ja, du, das darf ja nicht schlecht werden. Denk doch mal an die armen Kinder in irgendwo, wo die viel Hunger haben. Ich fress keine 2000 Kohl. Robi, du isst jetzt deine 2000 Kohl bitte, ja? Was auf dem Teller kommt, das wird gegessen. So. Ja, der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Ja. Heuer sind 30 Shit. Reisende hinzugezogen. Was war das? Stronghold, ne? Bei mir war es Kaiser gerade. Kaiser, okay, ja. Hab ich beides nicht gespielt. Was? Was? Nee, habe ich beides nicht gespielt. Mach sofort den Stream aus jetzt. Also Stronghold habe ich wirklich noch nie gespielt. Und Kaiser, was war das nochmal? User has left the channel. Ja, du bist. Ist das dieses eins von diesen Sierra-Dinger, wo auch Caesar und sowas? Nein. Kaiser ist der Urvater von allem. Gefühlt der Urvater von allem. Das war so auf dem C64 noch. Und Amiga natürlich auch. Klar. Ja, das ist viel später im PC. Ja, ja. Das war schon geil. Kann man auch heute noch spielen. Immer noch ein gutes Spiel. Ja, naja. Nicht mehr so aufregend. Naja. So. Oh, da kommen Holzstämme rein. Aber dann brauche ich noch mehr Holzstämme. Junge, wie viel Holzstämme will. Okay, Bretter. Baue ich dann alles oder ich habe keine Ahnung. Bretter und Holzstämme. So. Holzstämme, nee, Bretter waren 24. Bretter 24? Geil, danke dir, Tobi. Jo. 24 Bretter. Dann, wir haben schon wieder 535 Bretter. Ja, das ist echt wild, was die da machen. Das ist furchtbar. Okay, und den Rest mache ich mal Holzstämme. Pi mal Daumen. So, Holzstamm. Junge, Junge, wie viele Holzstämme kann man denn haben? So. Okay, wupp, wupp, wupp. Geil. Ach ja, da brauchen wir auch noch Holzstämme. So, jetzt stinke ich auch noch. Mehr Holzstämme mitnehmen sollen. Wie viel Holzstämme kann denn ein Haus brauchen, Mann? Ja, das ist schon. Vor allem für die Ecken im Dach, das ist ja wirklich lächerlich. Ja. Hölzerner Innenbereich und wie kann ich das. Okay, warte. Hier. Cool. 4. Und da komme ich nicht ran. Also 4 und dann nochmal hier eine. 5 Holzstämme brauche ich noch. 5 Holzstämme und dann haben wir das zweite Lager fertig. 5 Holzstämme. Holz, 5 Holz. 5 Holz, ein Stamm. So. Rein da. Und 1, 2, 3. Fertig. Ja, geil. So, wir haben jetzt 4000 Kilo, 3000 Kilo gehen da noch rein. Okay, geil. Das wird hoffentlich ein bisschen reichen. Das ist ja noch eine Kohleernte. Was hast du? Tobi, warum bist du denn jetzt so? Hä? Nee. Mein Maus 3. Ich spitte Facts, Erik. Ich spitte Facts. Ich spitte gar nichts mehr, weil ich gar kein Wasser mehr im Body habe, wie es aussieht. Wenn ich spitte, kommt eine Wolke Staub aus meinen Lungen. Alter. So. So, einmal eine Arschbombe. Geil. Und dann trinken. So. Vielleicht müssen wir den Kalkstein doch nochmal ein bisschen. Hast du das 50-50 gemacht? Ja. Meinst du runtersetzen? Okay. Nee. Das ist gut. Ich habe fast den ganzen Kalkstein jetzt aufgebraucht, aber wenn das 50-50 ist, dann passt das. Ja, okay. Easy. Wenn die Häuser fertig sind, ich meine hier,
Ah, ich sehe schon, du hast ja auch schon ein bisschen eingekalkt beim Fischerdorf. Ja, ist schon mal angefangen, nicht? Ja, geil. Den Rest machen die ja schon. Irgendwie haben die mit den Plantagen haben nichts zu tun gefühlt, ne? Die machen gar nichts, außer ein bisschen ernten und das war's dann. Ja, die arbeiten einmal kurz im Jahr, arbeiten die. Ich meine, die könnten ja eigentlich noch andere Aufgaben übernehmen, ne? Eigentlich ja. Also wir könnten da noch Felder hinbauen vielleicht. Normale. Für noch mehr Kohl? Ja, weiß nicht, dies, das. So. Ah, schön nach Hause zu kommen hier. Jetzt müssen wir noch gucken, was die hier einpflanzen, ne? Die haben ja noch nichts zum Pflanzen hier. Unbesät, gedüngt ist schon. Die sind echt fleißig. Ach du Scheiße, die ernten immer noch Kohl. Fuck. Sie nannten ihn Kalk Hogan, alter Mario. Was ist denn schon wieder mit dir, ey? Kalk Hogan. Oh, stimmt. Gute Idee. Wir könnten noch einen einstellen, der die Häuser hier repariert ein bisschen, ne? Den bräuchten wir, glaube ich, auf Dauer auch, weil sonst müssen wir es selber machen, weil die Häuser zerfallen ja irgendwann. Ja, das stimmt. Aber wenn ich hier auf Repairen gehe, sind, glaube ich, selbst die wir ganz am Anfang gebaut haben, halt immer noch ganz. Oh, okay. Ja, cool. Weil wir auch die stabilsten halt gebaut haben, ne? Die stabilsten Brees. Ja, weil wir halt auch einfach gut sind. Ja, das natürlich. Das beinhaltet das ja quasi. Ja, hier ist 94%. Das ist alles easy. So. Alme cool. Warte, Plantage. Nee, Feld. Wir haben jetzt Herbst. Weizen, Roggen. Nur Weizen und Roggen. Ja, Weizen, Roggen. Da machen wir Weizen, Roggen, ne? Machen wir Weizen, Roggen? Du frierst. Wärme mich. Wärme mich, Schwesterherz. Oh, Alter, bist du schmutzig. Jo. Ich hab gekalkt, ne? Da hol ich mir alle Krankheiten. Ja, aber die ist nicht mehr kalt dann. Ja, das stimmt. Wenn der Körper brennt. So. Weizen und Roggen, wir haben 10 Felder. 5 Weizen, 5 Roggen, oder? Ja. Das klingt spannend. Finde ich auch. 5 Weizen. So. Er macht halt wirklich den ganzen Tag nichts, außer mit der Rassel rascheln und das Kind auf dem Arm tragen. Ist ja wirklich armselig, ne? Tobi, was soll ich dir sagen? Der war vorher nutzlos, der ist jetzt nutzlos. Du weißt schon, warum wir den mit den Schweinen geparkt haben, ne? Nicht er hat sich um die Schweine gekümmert, sondern umgekehrt. Musst jetzt aber auch nicht so neidisch klingen. So. Okay, dann hier. Und Roggen. So. Oh, Flachs haben wir jetzt, glaube ich. Hat man nicht auch viel Flachs gepflanzt irgendwie? War mir nicht so? Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren inzwischen. Ich glaube, wir haben es zumindest gebraucht. Ja. So. Wenn, liegt das in der Materialkiste, ne? Okay. So. Jo, wir haben 936 Flachshalme und 270 Flachs. Okay. So, Herbst. Ja, das... Roggen geht von Herbst auf Frühling und Weizen auch, ne? Weizen von Herbst auf Sommer sogar. Oh, shit. Oh. Dann mache ich weniger Dingens. Dann mache ich nicht so viel Weizen. Oh nein, die bauen hier schon an. Okay, mache ich noch Roggen. Schnell. Roggen. Na, los, Roggen. So. Wir können aber auch Weizen gut brauchen, ne? So, Roggen. So, okay. Schon noch umgedingenst. So, das haben die.
Okay, Rest machen die. Sehr gut. So. Okay, okay. Das Ding soll kaputt sein hier. Reparatur. Oh, das Rieddach ist ein bisschen... Braucht 4 Stroh. Ja, der Brunnen ist ein bisschen kaputt, das stimmt. Okay. Ja, der braucht 4 Stroh. Da kann ich mal... Wo war denn hier? Oh ja, tatsächlich. Okay. Ich habe Stroh dabei, aber nur 2. Oh, okay. Ich habe leider gar kein Stroh. Ich mache ganz kurz eben den Dünger, weil du musst ja gleich los. Ich hole nochmal schnell das Stroh, damit ich das mal reparieren kann da. Ja, ja, ja. Ich will den Dünger nochmal schnell für die nächste Jahreszeit auch schon mal vorbereiten. Nein, nicht nur einen. Warte. Oh Gott, ist hier viel Dung und Dünger drin, Alter. Ach, du ja, Scheiße. Geil, brauchen wir ja auch. Wobei, so viel ist das wahrscheinlich gar nicht, aber es sieht viel aus. Wir haben halt viele Felder, ne? Wobei, jetzt eben. 119 Dünger, okay, das ist, ich glaube, wir haben schon ein bisschen Dünger. So, flop. Also hier in der Materialkiste sind 419 Dung und 299 Dünger auch noch drin, ne? Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, wir haben genug Dünger. Ah, ich glaube auch. Das ist, glaube ich, das, was der aus dem Schweinestall immer rauspopelt. Ja, das ist Dung. Aber den müsste ich halt auch nochmal zu Dünger machen und dann aber noch mehr Dünger. Also ich glaube, es läuft ganz gut. Wir werden unsere Komposterkisten bald nicht mehr brauchen, dann können wir den ganzen Kohl für uns selbst genießen. Schön. Was für ein Highlight. Das ist ja spannend. So. Dann hier, flupp. So. So, flump. Den Dung mache ich auch noch schnell. Ich habe die Uhr im Auge. Oh, ich muss nämlich gleich in die Haier. Der muss morgen sehr früh raus. Ekelhaft. Gar keinen Bock drauf. Naja, shit happens. 422 Dung. Okay. Alter Schwede. Du trinkst zu viel, er wundert mich nicht. So. Flop, 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 flop. Ich hätte so gern kleine Lager. Ich würde einfach gerne auch auf die Sachen zugreifen im Hauptlager, wenn, ne, da wo man sie braucht. Dieses Rumtragen ist immer so nervig. Ja. Hm. Oder was halt, ja, das, was halt geil wäre, wenn du halt wirklich wie bei Enshrouded diese blauen Kisten. Das wäre ein Traum. Ja, ja, genau sowas halt. Das fehlt hier auf jeden Fall noch. So ein blaues Lagerhaus, keine Ahnung. Ja, oder Stufe 4, keine Ahnung, wo du irgendwie was Besonderes für brauchst. Ich keine Ahnung. Aber es wäre geil, wenn es das gäbe. Ja. Läuft's. So, Dünger, dann nochmal Dung. Den restlichen Dung. Ich glaube, Dünger haben wir dann erstmal genug. So. Wir müssen dann auch Marktplätze bauen, um unsere, wahrscheinlich auch um Werkzeuge zu verkaufen. Aber ich habe dann Angst, wenn die Werkzeuge verkaufen, dass für unsere Leute nichts mehr übrig bleibt. Ich weiß nicht. Gut, ich sag mal, wenn wir noch jemanden in die dritte Schmiede packen, die wir noch haben. Ja. Sollte das eigentlich passen. Ich glaube, wir können ja auch gucken, wie viele hergestellt werden pro Tag und wie wir pro Tag verkaufen. Das müsste ja auch gehen, glaube ich. Ich glaube, es geht. Ja, auch. Ich glaube, das geht, ja. Ja, 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 ja. So. Müll. Und wir haben da drüben noch ein Lagerhaus, was wir noch auf Stein upgraden müssten. Aber nicht heute, ne? So generell. Frage mich nur gerade, dass 690 Dünger reingekommen. 690 Dünger. Kein Geld mehr reingekommen? Ja. Ich guck gerade mal. Braucht der irgendwas? Der braucht eigentlich nichts, ne? Nee, eigentlich nicht. Was verkaufen wir da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ah. Mist, ich würde so gerne noch einen zweiten Marktplatz bauen und auf Ladenbrot verkaufen. Haben wir das nicht sogar eingestellt? Verkaufen wir da Fladenbrote? Warte mal. Ich gucke. Weil wir haben noch so viele. Ja gut, wir haben auch sehr viel gemacht, ne? Gut. Und wir müssen eigentlich noch mehr machen. Schick, ich schaffe... Weg schöner als Alter. Schaffen wir heute leider alle gar nicht.
Okay, ich sehe hier gar nicht, was die verkauft. Oh, wir haben gar kein Fladenbrot mehr? Doch, in der Hauptkiste. Also in der Lagerkiste, glaube ich, oder? Also der ist 100% auf Fladenbrot eingestellt und das... Und sagt null? Ach, der nimmt sich das aus dem Nahrungslager. Ich trage okay, mal okay, ich trage um. Achso. Machst du auch? Sind 1000 drinne, gönn dir. Gut, oh ja. Ach du Scheiße. Okay, let's go. Alle rüber. Wir brauchen wirklich Reittiere. Jazz, einen wunderschönen guten Abend. Und schlaf schön und viel Spaß mit der Motorradfahrstunde. Einen wunderschönen geil. Abend. Viel Glück bei der Prüfung dann später. Es dauert nur bestimmt ein bisschen, aber viel Spaß bei der Fahrstunde. Viel Erfolg vor allen Dingen. Und alles und dies und das. Und was man so wünscht. Die ganzen Sachen halt, du weißt schon. Vielleicht kann die Jazz dann vor uns mit dem Motorrad hier die Sachen hin und her fahren. Hä, voll geil. Ne? Danke, dass du das machst, Jazz. Ne? Dankeschön, dass du das machst. Vielen Dank, dass du das gerade versprochen hast. Geil. Wir müssen die Fladenbrote nicht alle manuell rübertragen. So. Ich hab das auch gehört, also. Haben wir hier noch Fleisch drin? Oh ja, 8 Fleisch nehme ich nochmal mit. Pack ich drüben rein. So. Ja, gerne. Ah, cool. Sehr gut. Dann haben wir das ja auch schon. Gleich mal delegiert hier die Scheiße. Mit meiner Supersportler dann. Ja, da kommen dann so Lastsäcke ran, wie beim Pferd, so links und rechts. Beim Motorrad. Beim Motorrad. Nicht, dass du, nicht, dass hier, So, dass Twitter sich schnell wieder beruhigt. So. Jo, jetzt verkauft er die auch wieder. Ja, geil. Jetzt wieder Cash. Cash Money Flow. Nice. Der verkauft 231, glaube ich, am Tag, wenn ich das richtig verstehe. Und macht 1041 damit. Hä, das ist doch voll geil. Und wir haben noch eine Menge Mehl und wir haben wieder Weizen angebaut und kriegen noch mehr Mehl. Bald. Wir sollten, glaube ich, die Fladenbrot-Verkaufsdingens automatisieren. Die ganze Fladenbrotstrecke. Aber die Fladenbrote bringen nicht so viel. Aber die kosten auch nicht so viel, ne? Ja, wenn das automatisiert ist und der das einfach so nebenbei verkauft, ist doch easy. Würde es sich dann mehr lohnen? Hakaku, dankeschön. Vielen Dank, Hakaku. Würde es sich mehr lohnen vielleicht, was war denn das? Waren das Eisensensen? Irgendein Eisen-Item vielleicht zu verkaufen? Ich glaube, es waren Sensen, ja. Ich gehe mal ganz kurz. Die Hacken gehen auch easy, glaube ich. Warte mal, was so eine Hacke? Eisenhacke, die kosten alle 340. Eisenarmbrust kostet 740. Eisenaxt kostet 680. Was? Ja, Eisensense ist halt auch mit 680 easy dabei, ne? Stimmt. Was ist günstiger beim Herstellen? Ist fast gleich, du brauchst bei einer Sense nur einen Stock noch mehr. Dann würde ich Eisenaxt nehmen, weil die hat nur ein Gewicht von 3,5, da können wir wesentlich mehr lagern. Ja. Haben wir das bis nächstes Mal wieder vergessen oder merken wir uns das irgendwie? Das weiß ich nicht. Wir könnten es bei dem Verkäufer einstellen, dass er das verkaufen soll und sehen dann, oh, der hat's nicht. Aber dann, wenn die Eisenachs weg ist, dann hat doch der Holzfäller wieder nichts, oder? Ach, die machen schon Eisenäxte? Ja. Habe ich schon eingestellt, aber nur ganz wenige. Ich würde dann noch einen Schmied, den neuen Schmied würde ich, glaube ich, nur mit Eisenäxten beauftragen. Und dann könnten wir einen Marktplatz machen, der 99% Eisenäxte verkauft und 1% von dem anderen Shit oder so, keine Ahnung. Oder 95% Eisenäxte und dann jeweils 1% andere Werkzeuge. Nacht, Jessel, schlaf schön und viel Spaß morgen. Viel Erfolg. Gute Nacht. Ich schau dir auf den Schritt. I'm starving. Was ist denn mit diesem kranken Bastard? Was ist denn mit dem? Das ist eine Schwester. Das ist eine Schwester, verdammt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Okay, was soll ich denn dazu sagen? Ja, geh dich mal schämen. Ist einfach. So, ich wasche mir jetzt den Mund hier aus. Achso, ich bin auch schmutzig. Ja, wundert mich nicht. Und dann verhungerst du? Hä? Wie geht das denn? Sekunde. Ich muss mich ganz schön waschen. Das liegt an deinem Schritt, Tobi. Ja, das kann gut sein. Ich war mich auch schon länger nicht mehr waschen. Hab ich gemerkt, ja. Da war viel Protein mit vielen Beinen dazwischen.
So, Tobi, du musst los. Ja, ich beobachte gerade noch meinen Mann. Frau. Was passiert, wenn ich den Hut eigentlich absetze, den Sommerhut? Ist mir dann wieder wärmer? Dann ist mir wärmer. Ach so, ja klar. Ja. Okay, mir ist aber noch nicht warm. Sieht schon ein bisschen legit. Mir ist noch nicht warm genug, warte. Guck mal gerade, den Hut lege ich mal wieder in die Kiste. So. Ich gehe da oben ausloggen, beim Sonnenuntergang. Weißt du was, mach ich auch. So schade, dass man hier keine Treppen bauen kann, das wäre viel geiler. Oh, ja, das fehlt hier wirklich noch. Das wäre schön. Alter, meine Ausdauer ist einfach für den Arsch. So. Oh, geil. Tobi muss sich noch aufs Feld setzen, jetzt ist gedüngt. Sag mal. Boah, ist aber echt, ist voll schön hier, auch mit dem Dorf da unten und so. Ja, das sieht voll nice aus. Boah, auch da hinten wird das Dorf jetzt langsam, da wächst du hoch da hinten. Voll geil, bin stolz auf uns. Es ist hübsch geworden, die Ecke hier ist halt auch richtig geil hier, das kannst du schön bebauen. Ne, finde ich auch. Goll. Wäre nur trotzdem cool, wenn man sich selber ein Haus bauen könnte, was halt sein eigenes anders ist als die anderen. Ja, ich weiß, was du meinst. Dass du so ein Special-Haus bauen kannst, was du aber auch nur einmal bauen kannst für sich selber. Das wäre echt geil, wenn es das gäbe. So ein Bürgermeisterhaus oder so, ne? Ja, sowas, irgendwas Fettes, Großes, besonders eingerichtetes irgendwie, das wäre voll geil. Das wäre schön. Auch mit, ne, wir haben ja eine persönliche Kiste, aber irgendwie ist die auch kage. Mit einer Produktionskiste zu Hause vielleicht, mit einer kleinen Werkbank, irgendwie sowas. Ja, das wäre voll geil. Ja. Oh, voll schön hier. Hübsch. Sehr hübsch. Ne? Bin stolz auf uns. Ich freue mich schon auf die neuen Lampen. Tito. Ach, wir haben jetzt ja die Schafe, ne? Ja, aber die haben die nicht voll wenig Wolle nur abgegeben? Ja, ich glaube ja. Ich kann von vielleicht auch nochmal einen zweiten Stall bauen. Schau mal, ob ich aus nicht ins Lager gucken kann. Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt bei Diplomatie. 2 Stück. Oh. Ist ja widerlich. Diplomatie. Hast du Diplomat gelevelt für 10% mehr Reputation für die Dynastie? Warte mal, Fertigkeiten. Oh, der Effekt addiert sich auch von anderen Spielern. Oh. Diplomatie. Was habe ich gelernt hier? Diplomat? Ja. Noch nicht. Okay, Diplomat können wir machen für Rap. Und unten habe ich noch inspirierende Rede für 10% schnellere, also schnellere Produktion. Geht bis zu 20, glaube ich. 20% schnellere Produktion. Ich habe 2 von 3 Punkte auf kreative Buchhaltung. Zwinker, zwanker, zwonki. Ich verstehe. Ja gut, ich baller jetzt nochmal einen inspirierende Rede, damit die schneller arbeiten. Und dann haue ich nochmal einen Diplomat für Reputation. Dann habe ich sehr gut. Rede 3 von 3. So, Technologie ist auch immer neu. Bald haben wir nähere 3 und dann kommt Schenke, darauf freue ich mich schon. Und Scheune 3 und Windmühle. Boah, ja, die Windmühle. Ich glaube, die rundet das Ganze hier nochmal so ein bisschen ab. Die müssten wir von hier aus auch sehen, dann da hinten auf dem Berg, hoffe ich. Doch, ich hoffe. Ja, da, doch, da hinten, doch, den müssten wir auf jeden Fall sehen sogar. Das Feld ist noch frei da hinten. Sieht man so ein bisschen zwischen den Häusern, die wir gebaut hatten. Aber da muss es auch so bleiben, für die Aussicht. Voll geil. Ja, nice. Geil. Und in 500 Jahren ist hier alles zu mit Hochhäusern, Neonwerbung und fliegenden Autos. Ja, und Rattenpisse. Und Atomreaktoren. Wichtig. Aber die kleinen, von denen man 2000 Stück braucht. Ja, für die Sicherheit. Aber auch nur als Übergangsstromlösung. Ja, das ist vernünftig. So, ich geh jetzt mal. Ich geh mal rein, mir wird langsam kalt hier draußen. Echt, ich hab dir extra das Feuer angemacht. Ja. Ach so, mir ist wirklich wärmer geworden. Ich wollte dich nur reinlocken. Die Alte pennt. Hä, ist das Kind? Nee, was ist... Was ist ein... Oh nein, sie
bist Alkoholikerin geworden. Ja, wirklich. Was ist denn hier los? Tobi. Das ist meine Frau. Das kann ich als Kind ja noch. Die hat eine Pulle im Arm die ganze Zeit. Schlaf gut. So. Ja, geil. Frag dich mal, wieso die säuft. Vielleicht säuft sich ihren Mann schön. So. Top. Ich will's nicht wissen. Schade, man kommt hier gar nicht drauf. Oh, na gut. Ist da ein Kind drin? Hast du eine Fackel? Kannst du mal kurz in die Wiege leuchten? Da ist ein Kind drin, ja. Oh, okay. Ist das meins? Ich habe das noch nie gesehen. So, okay. Ich gehe nochmal schnell schlafen und dann gehen wir auch wirklich schlafen. So. Ah, Tobi. Ich habe keine Fackel, ich kann das nicht nachkontrollieren, was du da gemacht hast. Aber natürlich vertraue ich dir. Ja, finde ich gut. Sehr gut. Huch! Mein Kind! Mein Kind! Das ist gar nicht mein Kind. Ich dachte vielleicht, die Fackel brennt noch, wenn ich das da rein. Oh. Oh, Slim Shady. Nice. Ah, ist die Aussicht schön hier. Junge, Junge, Junge. Können wir halt auch ein bisschen stolz drauf sein, ne? Finde ich schon. Ja, absolut. Also das Einzige, was mir halt wirklich fehlt, ist so ein Haus, was nur für uns ist. Mhm. Und wenn hier so eine, stell dir vor, von da oben, von dem Berg runter bis nach hinten zu dem Grabungsschuppen wäre so eine Steinstraße. Das wäre so geil. Ja, das wäre wirklich nice. Ja, ja, so gepflastert einfach. Von mir aus auch, dass es teuer ist, dass du das halt wirklich Stein für Stein selber die Straße kloppen musst. Mm. Aber das wäre so nice. Mm. Würde ich hart feiern. Das mit der Kirschallee würde ich probieren. Nur für euch? Was mit Frauen und Kindern? Hä? Was? Verstehe ich nicht. Hä? Wieso? Nein. Ich verstehe diese Worte nicht. Hä? Wir sind Geschwister, natürlich leben wir zusammen. Wir brauchen nur frische Gene in der Blutbahn. Weiß ich nicht, wo das... Hä? Verstehe ich nicht. Komische Ansichten haben die Leute. So, und hier... Achso, kannst du gar nicht sehen, ne? Aber guck mal, bei dem Weg da hinten, der so zur Stadt führt, ne? Da, wo die Häuser sind, da würde ich gerne versuchen, zumindest auf der einen Seite so eine, wirklich die Kirschallee zu machen, wenn das geht. Aber leider, da muss man, glaube ich, lauter Einzelfelder machen, ne? So 1, 1, 1, 1, 1. Ja, ausprobieren. Mal gucken, ob es was wird. Wenn das geht. Müssen wir mal testen. Ja, schauen wir mal. Und dann Kirschbäume dahin pflanzen. Mal gucken, wie das aussieht. Könnte geil werden. Könnte auch schäbig werden. Hübsch, hübsch, hübsch. Huch. Ah. Alter, ist der Baum hier unten groß. Guck mal. Der ist voll geil, ne? Hä, das ist einfach der Dorfbaum. Ja, und der wollen einfach wachsen lassen und der ist jetzt voll geil. Ah. Nice. Geil. So, ja. Nice, nice, nice. Nächstes Mal geht's wieder weiter, Leute. Wir haben viel zu tun. Nächstes Mal können wir wieder mehr aufnehmen, weil wir dann kein Destiny 2 vorher haben. Ne? Und dann gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall immer noch eine Menge zu tun. Aber mal schauen, wie viele Aufnahmen wir noch vollkriegen. Aber wir müssen auf jeden Fall die Schenke noch dahin kriegen und so weiter. Ich hoffe, die ist nicht allzu groß. Ich hoffe, die passt dahin auf das Feld, das wir da freigeräumt haben. Wir schauen mal. Also, wenn das die gleiche ist wie in Piastovia, dann passt die da auf jeden Fall hin, glaube ich. Okay, super. Ich hätte nur gerne links und rechts noch ein bisschen Platz gehabt, aber ein bisschen Freiplatz. Warte mal, was haben die denn schon wieder für Probleme hier gerade? Warte mal, ich guck mal kurz. Ja, dass wir da halt auch ein paar Bänke hinstellen können, ne? Das wäre ganz cool. Grabungsschuppen hat keine Spitzhacken mehr. Ich glaube, es hackt. Ja, das haben die aber zwischendrin immer mal. Okay. Keine Ahnung warum, das geht eigentlich gleich wieder weg, wenn die gearbeitet haben. Feldschuppen hat kein Material? Oh, warte mal, das ist wichtig. Was fehlt denn für Material? Shit.
Warte ganz kurz, Tobi. Ich weiß, du musst schlafen. Aber wir hätten doch ohne Ende Weizenkörner und so, ne? Na, was heißt da? Fehlt denen vielleicht ein Sack? Oh ja, das kann sein. Das weiß ich nicht genau. Shit. Ich schau mal eben. Wo war das hier nochmal? Nicht Schmiede, sondern hier Feldschuppen. Nee, Sichel, Säckchen, Hacke haben wir alle. Aber offenbar keine Samen mehr, aber das kann doch gar nicht sein. Dünger haben die ohne Ende. Roggen, Korn und Weizensamen brauchen die, ne? Okay, Weizenkorn haben wir 349, das reicht ja wohl. Alter. Ja, und Roggen? Oh, fuck, Tobi. Gib mir noch eine Sekunde. Mhm. Ich geh ganz kurz den Roggen verprügeln, den Roggne. Roggne? Ja, ja, ja. Eine Sekunde. Oh shit, und ich wollte noch Kohle in den Kissen legen. Oh Mann, oh Gott. Kacke, und ich stehe da und guck mir den Sonnenuntergang an. Warte. Roggenkorn. Stimmt, wir stellen ja nebenan noch Tierfutter her. Kann sein, dass der ganze Roggen da reingegangen ist. So, 1500 Roggenkorn. Werden ja wohl ein bisschen reichen. Dwayne The Rock Johnson. Oh Gott, Alter. Schön. Was das will. Ah, geil. So, warte. Dann, Roggen, Stroh 742, cool. 4 Roggen habe ich noch und Roggenkorn, rein damit. So, das müssten die haben. Was war das andere, was hatte ich gerade noch gesagt, Tobi? Was muss ich ganz schnell machen? Irgendwas mit Kohl? Ah, ja, ja, der Kohl. Ja, danke, danke, danke. Nur kurz Kohl in die Kiste. Warte, warte. Oh, geil, das Lebensmittellager ist auch schon verputzt. Ja, Sichel. Tobi, was ist denn mit dir? So, 300 erstmal, ne? Wie fandest du eigentlich Mirthwood? Voll geil. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schon nice, ne? Ja, ja, richtig viel. Hast du alles mitgenommen von der Demo? Nee. Ich habe keine Zeit mehr dann leider gehabt. Oh, ich habe alles gemacht, was ging. Auch die ganze Karte erkundet und so weiter. Nur Freundschaften habe ich wenige geschlossen, weil das irgendwie so lange gedauert hat. Aber dann habe ich heimlich nochmal privat gespielt und habe rausgefunden, wie man ganz schnell mit den Leuten anbandeln kann. Geil. Das war ganz cool. Aber auch geiles Game. Also, er hat mich überrascht ein bisschen. Ja, das ist mega. Ich habe das auch sehr gefeiert. Ich war beim Grafikstil zuerst so ein bisschen so, aber dann war es echt schön auch. Ja, 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 doch, doch. Ich fand's auch ziemlich nice. Vielen, vielen Dank für den Tipp. So. Du hast doch Fallen Aces gespielt, ne? Wie fandst du das? Das war bei mir leider viel zu dunkel. Ich habe kaum was erkannt. Ah, okay, schade. Das war ein bisschen ärgerlich. Oh, schade, so. Nee, schade. Tobi, nächstes Mal holen wir Ziegenstall, ne? Auch. Oh ja, was kriegen wir da? Ziegenmilch? Ich glaube, Ziegenmilch kriegen wir dann. Ziegenmilch, das ist geil. Freut sich das Dorf. Freut sich Radnir. Nee, wie heißt der? Unorad. Unirad. Erik, bitte, mein Sohn heißt so. Ja, meiner auch. Alle heißen hier bald so. Was ist das geil hier? Meine Frau heißt so. Mein Char heißt so. Ach so. Hä? So. Ja, jetzt ist alles gemacht, Tobi, ne? Geil. Wir sind ready für diese Jahreszeit. Ganz kurz, haben die jetzt Korn beim Feld? So eine Nummer weniger auf jeden Fall da oben, ja. Okay, warte, ich schau nochmal ganz kurz eben rein. Das war Grabungsschuppen, brauchen wir noch Werkzeuge. Feldschuppen, Plantagen. Kein Material? Die brauchen Samen beim Feldschuppen, Plantagen? Hast du die nicht gekauft? Gehen die von dem Feldschuppen auf die andere? Nee. Hä? Ja, ich habe alles eingepflanzt. Die brauchen nichts. Hä? Das verstehe ich nicht. Ja gut, der Pferd hat keine Tiere. Aber das ist ja irgendwie ein Bug oder keine Ahnung. Nee, also Schafe haben wir definitiv da drüben noch. Ich war vorhin gucken. Ja, die Lämmer sind auch erwachsen geworden. Wir haben 4 erwachsene Schafe. Ja, dann ist das ein Bug, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Okay, okay. So. Tobi muss los. Ja.
Das stimmt. Ja. Und jetzt? Jetzt beenden wir die Aufnahme und verabschieden uns. Na gut. Dann. Wo waren das nochmal? Bei 1, glaube ich. Bei B? Bei 1 war das. B1. Ey. Hä? Ich hab Nein gerechnet. Na gut. Okay. Keep the family alive. Keep the family alive einfach. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe jetzt in einer anderen Ehe gesehen, wie schlimm es sein kann, weißt du? Deswegen direkt zur Familie zurück. Ja. Meine ist auch ruinös einfach. Oh, was soll ich sagen? Naja. Scheiden geht hier nicht im Spiel. Ich verstehe nicht, warum. Na, außer es gibt einen kleinen Unfall, ne? Oh. Wo war der Bär? Wo war der Bär, Tobi? Unfall. Oh. Was passiert denn eigentlich? Wir werden es rausfinden in der nächsten Aufnahme. Weiß ich nicht. Nein. Ja. Nee, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und dann bis zur nächsten Aufnahme. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Plantage nochmal gebaut. Die werden wieder wachsen. Es geht ja immer noch ein bisschen weiter. Und wir haben noch ein bisschen was zu bauen, Tobi. Und langsam kommt hier auch Schwung rein. Und ich habe das Gefühl, wir werden bald in Geld schwimmen. Ja, wenn das Fladenbrot verkauft ist, alleine schon, wird schon wild. Oh ja, und ich muss wieder welches machen, dazu kam ich heute gar nicht, weil wir haben immer noch sehr viel Mehl. Und bald haben wir wieder Weizenkörner und ja, alles. Ja, voll geil. Direkt Mission Fladenbrot nächstes Mal. Ja, guter Plan. Machen wir. Geil. Sehr gut. Voll geil. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, ne, YouTube. Kuss geht raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.